So, zweiter Teil. Wenn ich das alles kann, kann ich auch mit größeren Aufgaben rechnen. Beispiel. Und jetzt kommt der Vorteil, Mathe ist Schreiben. Wenn ich zum Beispiel sage, 3 plus 4 mal 7, dann muss ich mir nur eins merken, Punktrechnung vor Strichrechnung. Punktrechnung ist hier, 4 mal 7 ist 28, plus 3 ist 31. Dann kann man sowas schnell rechnen. Wenn man das im Kopf sich nicht gut merken kann, dass 4 mal 7 28 ist, dann sagt man, okay, dann schreibe ich die Aufgabe neu. 3 plus, und jetzt sage ich gleich 28. Jetzt wird die Aufgabe dadurch übersichtlicher. Ich muss mir kein Zwischenergebnis merken. Denn ich muss ja hiermit anfangen. 4 mal 7 ist 28, plus 3 ist 31. Wie gesagt, wenn ich mir das nicht merken kann, schreibe ich mir die Aufgabe lieber nochmal neu hin, aber rechne die teilweise aus und kann es dann leichter lösen. Eine andere Geschichte, wenn ich zum Beispiel Klammern einsetze, 3 plus 4 und das Ganze mal 7, dann geht Klammer vor alles und dann kommt Punktrechnung und dann Strichrechnung. Man kann sich das auch so merken, das Kunstwort Klammer, Punktrechnung und Strichrechnung bilden Klaps. Klammer, Punkt, Strich, erst die Klammer. Wenn ich sage, ach, das wird mir zu unübersichtlich, dann sage ich 3 plus 4 ist 7 und schreibe mir die Aufgabe neu hin und nehme dann das Ergebnis von hier mal 7 und das ist 49. So geht es also. Oder ich mache es im Kopf, 3 plus 4 ist 7, 7 mal 7 ist 49, dann geht es auch. Also nochmal, beim Rechnen, grundsätzlich auch, ob mit gebrochenen oder sonst was für Zahlen, mit natürlichen Zahlen, schreibe ich mir lieber nochmal die Aufgabe etwas neu und übersichtlicher und kürzer hin und kann dann besser rechnen. Es gilt alles immer mit Klaps als Kunstwort für erst die Klammer, dann Punktrechnung und dann Strichrechnung. Wir werden jetzt mal ein paar Aufgaben machen und ihr übt euch mal darin. Ich schreibe also ein paar gemischte Aufgaben von dieser Sorte auf und melde mich dann gleich wieder. So, jetzt habe ich die Aufgaben hier hingeschrieben, also von hier bis hier auf beiden Seiten. Das sind sie hier. Wer zu Hause jetzt nochmal üben möchte, der drückt jetzt die Pause-Taste und schreibt sich die Aufgaben auf, rechnet sie aus und wir werden uns dann mit den fertigen Ergebnissen bzw. mit teilweisen Erklärungen wieder melden. Also jetzt Pause-Taste drücken zu Hause, Aufgaben aufschreiben und ausrechnen. So, jetzt sind wir soweit. Ich möchte nochmal drauf zurückkommen. Das war die Aufgabe und das hier drunter, ich mache es mal, ich highlighte das mal mit der Farbe. Das hier drunter ist praktisch nochmal die Kurzform. 3 plus 4, Klammer, ist 7 und dann das alte mal 7 schreibe ich ab. Ich werde das jetzt so machen, dass ich mal die erste erkläre. Hier Punktrechnung vor Strichrechnung. Na und, dann sage ich 8 mal 7 ist 56, das weiß ich ja auswendig, und schreibe 5 plus 56. Und jetzt wird die Aufgabe leichter, denn das ist 61. So, jetzt werden wir die nächsten Ergebnisse hinschreiben und falls es Fragen gibt, werde ich die da drunter schreiben. Ich mache nochmal Pause. Nächste Aufgabe, 5 plus 8 mal 7. Da sagen wir 5 plus 8, naja, das ist nicht so schlimm, das ist 13. Und dann mal 7. Jetzt muss ich mir wieder Zwischenergebnisse merken. Jetzt sage ich mir, 7 mal 3 ist 21 und ich schreibe die 1 schon mal hin und eine kleine 2, damit ich nichts vergesse. Und jetzt sage ich noch, 7 mal 1 ist 7 und die 2 dazu ist 9, 91. Schön. So, die nächste Aufgabe, 19 minus 2 mal 7. 19 minus 2 mal 7 ist 14, ist gleich, und jetzt sieht man, 19 minus 14 ist nicht mehr so schwer, 9 minus 4, ne, das ist dann 5. Machen wir mal die nächsten Ergebnisse und ich mache mal kurz Pause. 8 plus 8 mal 7, jetzt scheiden sich die Geister. 8 mal 7 ist 56, das schreibe ich schon mal hin. Und 8 dazu, na, das muss 64 sein, ne? Gut, nächste. Na, ich sag's nochmal. 3 mal 7 ist 21, schreibe ich hin. Und die 81. Wunderbar voneinander abzuziehen, denn 1 minus 1, da ist nichts mehr. Und 8 minus 2 ist 6. Aber jetzt darf ich natürlich nicht vergessen, hier hinten die 0 ranzuhängen. Ne? 81 minus 1 ist 80, minus 20 ist 60. Auch so kann man es rechnen. Gibt verschiedene Wege. Mal sehen. Klar, und die letzte ist dann 0, denn 28 durch 7 ist 4 und minus 4, dann bleibt nichts mehr übrig, ist 0. Jetzt noch einen kleinen Trick, falls ihr mal nicht weiter wisst. Beispiel, 28 durch 7, das geht ja glatt. Was ist denn aber, wenn ich folgendes, ich schreibe das mal hin, das ist aber nur erstmal ein Trick, den dürfen die fünften Klassen noch gar nicht anwenden.
Wir schreiben ja bis jetzt immer 28 durch 7 mit Doppelpunkt. Wir können aber auch Folgendes schreiben: 28 geteilt durch 7. Das ist das Gleiche wie diese Schreibweise. Das ist das Gleiche. Und wir sind auf einen Schlag fertig. Wenn wir mal nicht weiter wissen, weil zum Beispiel 30 durch 7 gar nicht so richtig geht, dann schreiben wir als Trick 30 durch 7 so. Und die älteren Klassen wissen das, das nennt sich hier Bruch. Und wir haben die Aufgabe bloß durch eine Profi-Schreibweise, die Profis schreiben das alle mit diesem Bruchstrich, sagt man dazu, haben das einfach durch die Profi-Schreibweise schon mal gelöst. Dass das noch schöner geht, okay, das ist eine andere Sache. Aber wenn man sich mal nicht weiter weiß, nicht zu helfen weiß, dann sagt man, na und, dann schreibe ich das als Profi und schreibe 30 durch 7 als 30 Siebtel, sagt man dazu, Siebtel. Oder andere Variante, 14 durch 5, schreibe ich, naja, 14 durch 5, das kann ich auch so schreiben als 14, oh, das war nix, 14 Fünftel. So geht das auch. Und jetzt sind wir bei einem weiteren Trick, und zwar beim geteilt durch 5. Machen wir mal noch gleich ein bisschen Trickserei dazu. Rechentricks, damit es leichter geht. Etwas durch 5 teilen geht sehr schnell, wenn man das wie folgt macht. Beispiel, 25 durch 5 ist 5, das weiß jeder. Ja, ich weiß es auch. Aber man kann einen kleinen Umweg machen, da kann man nämlich im Kopf größere Aufgaben rechnen. 25 mal 2 und dann durch 10 teilen. Machen wir das mal. 25 mal 2 ist 50. Und 50 durch 10 etwas teilen geht ganz leicht. Und dann fehlt eine 0 von der 50, ist es 5. Probieren wir das mal mit einer ein bisschen verrückteren Aufgabe. 125 durch 5. Natürlich kann ich es auswendig, aber wir probieren mal, ob das geht. Das ist genauso wie 125 mal 2. Etwas verdoppeln können Menschen sehr gut. Und dann durch 10 teilen, wissen wir, ist gar nicht mehr so schlimm. 125 mal 2 ist 250. Und dann durch 10 teilen, heißt die 0 hier wegnehmen, ist 25. Und noch eine größere Aufgabe, an der man das ganz gut sieht. 375 durch 5. Jetzt wird es schon dümmer, ne? 375 durch 5. 375 mal 2 und dann wollten wir hinterher durch 10 teilen. Ich schreibe das jetzt noch in der einfachen Schreibweise mit Doppelpunkt. 375 mal 2, 2 mal 5 ist 10. Also 10, 1 gemerkt, 2 mal 7 ist 14 und 1 ist 15. Hier wieder 1 gemerkt, hier unten hinschreiben, weil ich das dann gleich übermale. 2 mal 3 ist 6 und 1 ist 7. 750 durch 10 ist wieder nicht mehr schwer, 75. Und so weiter. Für die höheren Klassen, die dann schon mit Kommazahlen rechnen können, bewährt sich das auch gut. Aber wie gesagt, das geht nur mit der 5 ganz gut. Wenn ich zum Beispiel sage, unser Beispiel, nee, ich wollte doch 14, komisch. 14 durch 5 kann ich sagen, 14 mal, wieso schreibe ich hier immer 15, das ist ja furchtbar, Alter. 14 mal 2 und jetzt durch 10. Wie gesagt, für die höheren Klassen geht das so. 14 mal 2 ist 28 durch 10. Und jetzt weiß ich, wenn ich keine 0 wegstreichen kann, dann muss ich ein Komma setzen. Dann habe ich sofort 2,8 raus. So kann man das dann auch machen. Übt das mal mit anderen Zahlen, zum Beispiel 2 durch 5. 2 mal 2 ist 4 durch 10. 4 durch 10 kommt dann. Und wenn ich hier nichts anderes machen kann, muss ich 0,4 draus machen. Sowas kann man schön zu Hause üben. Das wäre ein kleiner Trick. Anderer Rechentrick. Etwas mal 11 zu multiplizieren ist gar nicht so schwer. Beispiel 13 mal 11. Jetzt kommt es. Ich nehme diese 1 und schreibe die hier hin, lasse ein bisschen Lücke und nehme diese 3, ich mache die mal grün, diese 3 und schreibe die hier hin. Und jetzt sage ich 1 plus 3 ist, und jetzt kommt das Ergebnis. Jetzt schreibe ich mal ein paar Aufgaben hin und ihr übt die dann wieder zu Hause. Mal ganz schnell, hier sind die Aufgaben, also hier 14, 25 und 11 und 18 und 19, alle mal 11 nehmen. Achtung, hier unten bei der letzten ein bisschen aufpassen. Jetzt das Video anhalten und loslegen. Macht das mit Schreiben. Ne? Hinschreiben, Platz lassen, hinschreiben, zusammenrechnen. Na denn, das ging sehr schnell, weil ich schreibe die 1 und die 4 hin. 1,
die 4 hin und 1 plus 4 ist 5. Die 2 und die 5 hinschreiben und das ist 7. Die 1 und diese 1 hinschreiben und 1 plus 1 ist 2. Die 1 und die 8 hinschreiben und die 9 dazwischen. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Die 1 und die 9. Ich mache mal die 1 ganz dünn und die 9. Und 9 plus 1 ist 10. Das heißt, ich muss hier eine 0 reinschreiben und hier 1 dazu, also hier eine 2 draus machen. Gut. Gut, liebe Leute, wir sind am Ende angelangt. Fassen wir nochmal zusammen. Nochmal zusammengefasst. Also, das Rechnen mit natürlichen Zahlen ist nichts weiter als letzten Endes ein einziges Addieren. Ne? Punkte, Steine, Eurostücke, irgendwas. Addieren, also aufzählen. 7 plus 7 ist 14. Das geht bei zweimal solchen Dingern noch ganz gut. Aber schon, wenn ich 7 plus 7 plus 7 oder 8 plus 8 plus 8 oder 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 oder sowas habe, dann muss ich immer intern mitzählen, dann dauert mir das zu lange. Die Abkürzung davon ist die Multiplikation. Multiplizieren heißt also, wie oft habe ich die gleiche Zahl? Das schreibe ich hin, viermal habe ich sie hier. Und dann nehme ich die gleiche Zahl und das muss ich aber auswendig wissen. Subtraktion entsprechend muss ich jetzt nicht drauf eingehen und die Division ist nur die Umkehrung von der Multiplikation. Wir verwenden Fachbegriffe, damit wir uns schneller und leichter unterhalten können. Jetzt kommt's. Auswendig lernen. Wie geht's am besten? Laut lernen. Warum? Erster Punkt ist, ich lese, das geht einmal durchs Gehirn. Ich spreche nochmal durchs Gehirn, ich höre mir selber zu, kontrolliere meine Stimme und habe dadurch dreimal so schnell gelernt. Dreimal so schnell. Ich schnappe mir einen Zettel, den ich einstecke, einen kleinen Spickzettel. Den schnappe ich mir so oft wie es geht und so oft wie ich unbeobachtet bin und lerne still vor mich hin. Still zumindest so laut, dass ich mich selber hören kann. Nicht flüstern. Flüstern geht vielleicht auch noch. Also flüstern ist vielleicht schon ein bisschen zu leise. Aber am besten unbeobachtet, sonst könnte jemand denken, ach Streber oder... Naja, die größten Streber sind die größten Könner. Die können nämlich was. So, dann laut lernen und das einmal eins so lange vor sich hinsprechen, bis es wirklich sitzt und bis man innerhalb von 10 Sekunden alles runtergeleiert hat. Dann den Zettel etwas weglegen. Dann ist er für uns kleiner sichtbar, immer kleiner, immer weiter weggehen. Und wenn ich es dann immer noch lesen kann, dann kann ich loslegen. Dann kann ich sagen, ich kann es sozusagen schon fast auswendig. Was mache ich mit dem Ganzen? Wenn ich es dann auswendig drauf habe, dann mische ich. Dann nehme ich nicht alles der Reihe nach, sondern ich gehe dann 8x7, 4x7, 6x7, 10x7, 3x7 und so weiter. Gehe die Aufgaben durch. Oder ich kann mir das dann auch abdecken. Und wenn ich das dann kann, dann funktioniert es langsam. Wenn ich mich verhasple, wenn ich also meinetwegen 7x7 ist 41 sage, dann wiederhole ich die Aufgabe so oft laut, bis ich 7x7 gleich 49, 7x7 ist 49, 7x7 ist 49, 7x7 ist 49 fehlerfrei sprechen kann. Wie ein Papagei, ohne drüber nachzudenken, das muss sitzen, damit ich wirklich eine Abkürzung habe. Wer das kann, der kann dann auch größere Aufgaben rechnen und da empfehle ich, weil es ja manchmal schwierig ist, sich ein Zwischenergebnis zu merken, 4 mal 7 ist 28 und dann die 3 dazu. Da muss ich mir also 4 mal 7 als erste Aufgabe schnappen. Wir denken an Klammer, Punkt, Strich von der Reihenfolge. Hier ist die Punktrechnung, die erste, die ich machen muss. Wenn ich mir das Zwischenergebnis merken muss, ach, na und, dann schreibe ich es eben nochmal neu hin. Geht schneller und sicherer, als wenn ich versuche, alles im Kopf zu lösen. Wobei das natürlich im Kopflesen möchte ich trainieren. Hier hatten wir Übungsaufgaben, da haben wir das gemacht. Und jetzt gibt es zum Beispiel Rechentricks. Etwas durch 5 zu teilen geht, indem ich das, was ich durch 5 teilen möchte, mal 2 und dann nochmal durch 10 nehme, dann komme ich auch hin. Das ist bei 25 durch 5 noch leicht, aber bei größeren Zahlen sehr nützlich, denn verdoppeln können Menschen ganz gut und durch 10 teilen heißt ja bloß eine 0 klauen, beziehungsweise wenn wir dann in höheren Klassen sind, durch 5 teilen, was gar nicht geht, heißt, ich setze ein Komma. Wenn hier keine 0 zum Wegnehmen ist, dann setze ich ein Komma an die Stelle. Ist 2,8 und so weiter. Oder das Multiplizieren mit 11 ist ein schöner Rechentrick. 13 mal 11, die 1 hinschreiben, die 3 mit ein bisschen Platz dazwischen hinschreiben und 1 plus 3 ist 4, das kann jeder dazwischen schreiben. Haben wir eben gemacht. Ich denke mal, wir haben uns unsere Pause verdient. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag.